Pitch von der FPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Minister, Kolleginnen und Kollegen, nur noch einmal zur Veranschaulichung. Im Jahre 2013 wurden in Österreich 17.000 Asylanträge gestellt. Im Vorjahr waren es 28.000 und wie wir heute hörten, nach den neuesten Prognosen, werden wir heuer noch bis Ende des Jahres 95.000 Anträge erwarten. Mindestens. Und das ist das in einem Land von 8,4 Millionen Einwohnern. Beinahe täglich drängen tausende Menschen ins Spielfeld über die Grenze mit dem Ziel, noch nach Deutschland zu gelangen oder nach Schweden oder andere nordische Länder. Was, wenn Deutschland die Grenzen dicht macht? Diese enorme Zunahme von Asylanträgen führt zu einer heillosen und unzumutbaren Belastung der Polizei, der zuständigen Behörden, aber auch der Einsatzorganisationen. Nicht zu reden von der Verunsicherung der Bevölkerung, die als solche nicht mehr weiß, wie sie in den betroffenen Gebieten mit der Situation umgehen soll. Da helfen auch die von Ihnen, Frau Bundesminister, angekündigten 200 Polizisten zum Grenzschutz nicht wirklich oder auch nicht die Aufstockung der Beamten des BFA, wenn dann nur mittelfristig. Die Regierung ist daher dringend gefordert, endlich geeignete Maßnahmen zu setzen, um den unkontrollierten Zuzug in unser Bundesland zu unterbinden und andererseits die rasche Abwicklung von Asylverfahren zu gewährleisten. Eine Möglichkeit wäre es, wie auch es der Kollege Hagen beantragte, das System, das Schweizer System, das sogenannte 48-Stunden-Asylverfahren zu adaptieren. Die Schweiz schafft es nämlich, Asylanträge von Flüchtlingen schnell und effektiv zu bearbeiten, ohne dass es dabei ungerecht zugeht oder dass gegen rechtsstaatliche Normen verstoßen wird. Barbara Büschi, das ist die stellvertretende Direktorin beim Schweizer Staatssekretariat für Migration, behauptet sogar, dass schneller sogar besser ist. Die ersten Erfahrungen der Eidgenossen haben sie aus einem Testbetrieb bei einem neuen Asylverfahrenzentrum in Zürich gewonnen. Es ist nämlich so, dass dort Flüchtlinge, die praktisch keine Chance haben, ein Bleiberecht zu erhalten, weil sie entweder aus sicheren Herkunftsländern kommen oder sonst von Anfang an klar erwiesen ist, dass sie kein Asyl erlangen können, werden an einem Tag befragt und bei negativem Ausgang ergeht schon am nächsten Tag der Bescheid, der sie sozusagen wieder zur Ausreise auffordert. Ich denke da für uns in Österreich konkret an die vielen Fälle, die man dazu nehmen könnte, wo bei der Ersteinvernahme schon feststeht, dass der Asylwerber beispielsweise mit falschen Papieren eingereist ist, dass er offenkundig falsche Angaben macht, die nicht mit den örtlichen Gegebenheiten übereinstimmen. Weil durch diesen enormen Flüchtlingsantrag ist es auch so, dass ein Asylwerber oft monatelang, sogar bis zu einem Jahr warten muss, bis er überhaupt ein Verfahren bekommt. Früher können die, ja, das ist nicht zu bewältigen. Es wäre daher eine Chance, wenn wir diese Möglichkeit auch in Österreich nutzen würden. Es ist nämlich eines nicht sinnvoll, dass man Menschen lange warten lässt, in ihnen Hoffnungen erweckt, die aber dann letztendlich nicht erfüllt werden können. Sie, Frau Bundesminister, Sie haben es in der Hand, diese Maßnahmen umzusetzen, wenn Sie es nur wollen. Und nicht von Haus aus schon davon ausgehen, dass man sowieso niemanden abschieben kann und dass sowieso alle hier bleiben, auch wenn sie illegal ins Land eingereist sind. Danke. Argumentiert Günter Kumpitsch von der FPÖ als nächster Redner zu